Arena, Arena, wir sind in der Arena. Oder soll ich eher sagen, wir sind im Loser-Haus. Loser-Haus. Keine Ahnung. Es schaut sehr schlecht aus. Wer die letzte Folge gesehen hat, 0-2. Mit dem Kriegerdeck, ich weiß nicht, spiele ich falsch, habe ich falsch gepickt. Was ist los? Ich habe noch nie 0 Wins in der Arena gehabt. Noch nie. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Habe ich Angst davor, das erste Mal dem zu begegnen. Alex Drast seinem ersten Turn. Yes! Aber ich kann sie ja nicht spielen. Sie hat 9. Kostet 9 Mana und ich habe nur 1 Mana. Nein! Nein. Klaue. Naja, wenn er aggressiv spielt wie die anderen alle gegen mich bis jetzt, dann war das gut. Der Schildmeister ist da. Oh, 2-3 hat einer eine Arena-Runde beendet. Das ist auch nicht viel besser als 0-2. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Er macht 3 Schaden. Schreibt bitte mal jetzt kurz dann in die Kommentare, stimmt ihr mir überein, dass er ein bisschen seine Mana irgendwie verbraucht? Oder seine Karten meine ich, seine Moves? Ich habe mit Absicht ihn gespielt, dass er seine Heldenfähigkeit einsetzen muss und keinen Dreier-Drop spielen kann, wenn er ihn zerstören will. Und sonst, wenn er ihn nicht zerstört, kann ich mit dem Waffe von ihm und ihm... Och, süß. Okay. Attacker. Wir haben ein gutes Start-up. Das erste Mal, dass ich das sage, der Start ist bis zur 4. Runde geglückt, sag ich mal. Das erste Mal. Das erste Mal. Jetzt setzt die Münze ein. 5 Mana. Könnte was Hartes werden. Ich sehe es leider nicht. Irgendwie sehe ich da nur die Rückseite. Oh nein. Was? Ansturm? Bitte was? Habe ich das gerade richtig gesehen? Sehr interessant, was er hier playt. So. Ich greife jetzt lieber mit meinem Helden gleich an, nicht dass ich wieder zu viel Schaden auf meinen Helden bekomme durch die Waffe. Erzmagier oder das Bingo und Flusskat. Oh. Muss ich beide dafür opfern? Aber okay. Dafür habe ich dann ein Erzmagier und eine Karte ziehe ich auch noch. Ein Scharmützel, das... Ja, das hätte uns letztes Mal echt retten können. Ei. Das war die richtige... habe ich richtig gespielt, dass ich noch eine Karte gezogen habe. Ich habe zwar nicht ans Scharmützel gedacht, aber... Es gibt halt immer so ein paar Karten, die... Er ist übel aggro. Alter. Okay. Damit werden wir wohl leben müssen. Aber wir haben jetzt ein schönes Angriffsfeld. Unsere Legendary Waffe wäre jetzt eigentlich mal angesagt, weil da könnten wir richtig draufhauen. Aber wenn er nicht will... Alter, Silberrückenpatriarch! Alter, Schafseher von Falma, was ist da los? Wer spielt diese Karte? Einmal Attacke. Ich rüste jetzt einfach mal auf und setze Toben auf ihn hier ein. So. 7-9. Nächste Runde habe ich gewonnen. LOL.
LOL! LOL! Ich bin... Mir verschlägt's gerade echt die Sprache. What the fuck ist das für ein Battle jetzt? Start war gut. Karten waren gut. Lief gut. Er hat zwar auch komische Karten gespielt. Ich glaube nicht, dass es sehr erfahren ist, aber... Man weiß ja nie. So. Ein Kriegsgolem. Ja. Applaus! Ui, jetzt habe ich sie noch gezogen. Naja, okay. Und mit dem Meeresriesen. Gut gespielt! Es ist nicht die Peinlichkeit der Peinlichkeiten passiert, dass ich null Wins habe. Vielleicht schaffen wir noch einen, das werden wir jetzt sehen. Alter, was war das jetzt? In 3 Minuten ein Gegner oder 4, 5 oder irgend sowas. Oh lol. Eine der crazysten Arena-Runden seit langem ist das. Muss ich erstmal wirklich betonen. Ach genau, ich ja, bald wird auch ein Infovideo kommen oder es kommt die erste Folge. Ich habe nämlich vor, gegen euch zu spielen, gegen meine Viewer. Oh, wieso habe ich eigentlich... Okay. Interessant. Ich möchte gegen euch spielen. Habe ich gerade gesagt, glaube ich. Er fängt schon mal gut an, okay. Und dafür schreibt ihr mir am besten eine YouTube-PN, indem ihr den Battletag schreibt, oder ihr schreibt ihn einfach in die Kommis. Das passt auch. Nehme ich beides gerne an. So. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich ein paar beteiligen und ein paar Interesse zeigen. Wir spielen dann einfach ein paar Battles Constructed, also normale Spielen, einfach gegeneinander. Und wir müssen auch nicht über Skype oder sowas reden, das muss gar nicht groß sein, sondern wir spielen einfach so. Da hätte ich jetzt theoretisch auch einen Worgen spielen können. Ah, der Verwüster, glaube ich, kann auch den Blutwichtel treffen, weshalb mich der Verwüster in dem Fall jetzt mehr angezogen hat. 5 Schaden, das ist schon etwas. Nein, er trifft natürlich nicht. So, Dunkeleisenzwerg. Oder cool Taskmaster 3. Mal überlegen. Worgen. Spielt den hier aus. So. Kann er sich mal entscheiden zwischen den beiden, welchen er zerstört, und ich spiele einfach dann zerschmettern danach. So ist es zumindest der Plan in der Theorie. Wie es dann allerdings umgesetzt ist, ist oft anders als man erwartet. Genau, und in dem neuen Format Let's Play Hearthstone gegen meine Viewer möchte ich eben auch... Der geht mir gegen den Strich. So. Und den Worgen haben wir somit auch auf dem Spielfeld. Sehr schön. Mit dem cool Taskmaster. Oder fieser Zuchtmeister ist es sehr, sehr, sehr nice. Scharmützel einfach, falls wir die Bordkontrolle verlieren. Kultmeister immer mal wieder. Scharlachrote Fanatikerin immer top. Oha. Natürlich ein gleich doppelt. Wäre schon fast eine Scharmützelauswahl hier. Ich bin gerade überlegen, ob der cool Taskmaster da jetzt die richtige Entscheidung ist. Zurück an die
aber ich denke schon. Weil ich jetzt einfach direkt angreife und jetzt brauche ich nur noch meine Waffe, eine meiner beiden Waffen. Ich würde gewinnen. Es ist zwar jetzt leichtes Risikoplay, nicht nur leichtes, aber ich habe ja auch noch das schon mit. Okay. Sauchend. Okay. Yes! Er hat ihn nicht erst den Kultmeister zerstört. Das war ein Fehler von ihm. Spiele ich jetzt schön eine Scharmützel. Oder auch nicht. Ich warte. Nein, ich bringe ihn zum Schweigen. Die Monstrosität. Aber davor. So. Sein Effekt ist geschwiegen und der Spott ist weg. Das ist schön doppelt. Gut, jetzt schweigen und er hat nur noch 4 Leben. Jetzt muss schon was sehr Gutes kommen, um noch den Death abzuwenden. Okay. Okay, okay. War zwar doof, hätte erst mit der Monstrosität den angreifen sollen, mein Rechts, aber mir recht. Boah, auch noch ein Ogre, okay. Scharmützel. Ach, wir haben eh gewonnen. Gut. Doch noch ein 2-2. Und da das jetzt zwei sehr kurze Battles waren, hauen wir noch einen hinten ran. Zum Glück ist es noch 2-2. Immerhin, immerhin. Ja, und wie ihr das macht, ja, schreibt es einfach unten rein. Also denkt an euren Battletag, einfach unten in die Kommis schreiben oder mir per YouTube hin, ist mir egal wie, ich werde beides lesen. Wer Interesse hat, in einem YouTube-Video von mir vorzukommen, wo ich gegen ihn Constructed spiele, Hearthstone. Ich möchte nämlich mit den Viewern spielen, gegen die Viewer eigentlich, aber... Okay. Ihr wisst, was ich meine und ja, würde mich echt freuen, wenn sich einige beteiligen. LOL! 4-2er! Okay. Krass. Gut, dass wir Zweiter dran sind, wenn wir 4-2er haben, ist das doch immer sehr nice. Hoffentlich spielt er nicht zum ersten Zug. Okay, Gedankensicht. Hat er einen zweiten Zug? Kommt, bin mal gespannt, was blöd wäre es, wenn es jetzt der Beutehamster wäre, weil ich natürlich den Messerjongleur spiele. Wobei, wenn der Messerjongleur mit der Rüstungsschmiedin trifft oder dem Ingenieurslehrling, ist es wiederum sehr gut. Tatsächlich, da ist er schon. Go, triff, triff, triff! Jetzt. Ja, immerhin. Sehr gut. Rastloser Abenteurer. Das war nicht der wirklich gute Pick. Im Nachhinein bin ich irgendwie nicht so zufrieden mit dem Pick. Aber okay. Okay, okay, okay. Ich spiele ihn jetzt gleich, weil er jetzt noch am besten ist, meiner Meinung nach. Einen Verwüster. Nächste Runde die zwei vielleicht. Oder die Kultmeisterin. Aber wenn ich die zwei spiele, habe ich einen 4-4er auf dem Feld. Außer er zerstört ihn mir davor. Zuvor. Okay, auch gut. Dann machen wir das Ganze so. Oh, auch schön. So. Wir bekommen immer schön Rüstung durch ihn. Das ist immer so, nicht schlecht, so Zusatzleben, vor allem wenn man immer die Waffe hat. Das ist dann doch wichtig. Oder einfach gut zu haben. Weil sonst, man kommt doch, wird doch schnell down und
ein paar Rüstungen gibt die Karte ja doch manchmal, vor allem jetzt in der Situation schaut es halt gut aus, dass sie ein paar Rüstungen geben kann oder relativ viel. Ist jemand verletzt? Oh, ich hasse sie. Entschuldigung. So war das doch gar nicht gemeint. Hust. Ja, mach nur. Danke. Rüstung. Mehr Rüstung! 3 und 2. Ich muss lieber ihn spielen. Aus dem Grund, dass ich die Nordhain-Tante vernichten möchte. So. Und ihr seht, ich bekomme immer mal wieder Rüstung. Das ist schön. Wir haben zwar jetzt ein Mana-Kristall verschwendet, was ich ungern mache oder beziehungsweise was sich einfach manchmal nicht vermeiden lässt. Holy Nova würde auch nicht allzu viel bringen. Ich glaube, er spekuliert schon immer damit. Aber es ist gut, dass der rastlose Abenteurer bekommt auch wieder Leben hinzu, wenn ich neue Karten abspiele. Und eine weitere Nordhain. Okay, das ist gut gespielt. Das hat er gut gemacht. Voice Rider. Damit könnten wir den zerstören. Ja. So. Und wir bekommen wieder schön viel Rüstung. Deswegen hebe ich mir jetzt lieber dieses Mal die Waffe auf. Alter, wir haben schon so viele Rüstung gekriegt. Jetzt insgesamt glaube ich schon 7 Rüstungen oder mehr. Das ist sehr nice. Oder 6 oder ich weiß nicht genau, aber 7 Leben von einem 2-Mana-Typen. Ja, jetzt vernichtet er ihn. Aber das bringt ihm nichts. Jetzt habe ich meinen Demolisher, der... Ah, okay, so macht er das Ganze. Das ist gut. Trotzdem habe ich noch meinen Demolisher, der immerhin einiges an Schaden raushaut. Oh. Machen wir das jetzt einfach so. Nächste Runde haben wir eine schöne Waffe, die er jetzt noch nicht kennt. Aha. Wird er jetzt nicht gleich wieder eine Holy Nova spielen? Schönes Pfeiferlied. Das freut mich. Das bringt mich wieder in Laune. Juhu. Oh. Nein, damit habe ich natürlich jetzt auch nicht so direkt gerechnet. Scharmützel. Nein, wieso triffst du denn nicht? Whoops. Oh, das ist natürlich eine schöne Waffe. Da trade ich von mir aus meinen Wargame. Ups. Hä? Habe ich den Effekt falsch gelesen von der Waffe? Ach, gegen Dina, okay. Ups. Habe ich natürlich jetzt gerade verwechselt, aber wir haben ja noch die Waffe, also könnte es reichen schon. Ja, er hält sich noch hoch. Okay. Scharmützel wäre eine Möglichkeit. Aber ich glaube, zerschmettern ist die bessere. Zerschmettern die Waffe und das hier. Aber wir gehen jetzt direkt drauf natürlich. Jetzt fehlt uns nur noch so wenig Schaden, da wollen wir schon. Wir haben ja auch Ansturm im Deck vorhanden. Wenn er jetzt einige spielt und den noch zerstört, dann kann ich schön Scharmützel spielen. Alex Drasta hat jetzt wirklich keinen guten Einsatz zur Zeit. Okay, er spielt. Aber einer überlebt ja, Mist. Aber trotzdem werde ich ihn spielen. Ist wenigstens nur noch einer da. Die Lichtwut ist auch sehr schön jetzt in dem Fall. So, wenn er sich jetzt nur um die 2 Mana heilt, dann habe ich gewonnen. Wenn nicht, dann nicht. Das ist einer der seltenen Fälle, wo Alex Drasta einfach nicht einsetzbar ist. Sehr schade, aber okay, kann man. Oh, dann hat er ein Agentum, Kommandant. Ich glaube, ich spinne. Leute. Ich möchte nicht verlieren. Ich will nicht verlieren. Go.
oben. Cool. Mann, ich kann nichts mehr machen. Das macht mich wahnsinnig. Ich habe auch keine Waffen mehr, aber ich habe die Ansturmtypen. Aber er kann sich heilen. Nein, 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 nein. Und wir kriegen ihn. Hm. Ich bin ja am Überlegen, ob... Okay, immerhin ein Flusskrokodilist. Wenn er den nur mit der Nordhain-Tante angreift, dann kann ich Toben auf ihn machen. Das ist schon ein Anfang. Plus 3 plus 3 reicht leider nicht, aber immerhin kann ich damit den Eiswind Yeti zerstören. Aber er zerstört ihn mit ihm, okay. Na ja, klar. Ach so. Mhm. Hm. Ja, ist gut. Weil da sollte, der sollte kurz wenigstens überleben, zumindestens. Ja, solange Agentum Kommandant und Eiswind Yeti noch nicht. Ach, Gedanken. Oh. Jetzt darf ich mir ernsthaft Gedanken machen, wie soll es weitergehen. Shit. Shit! Mann! Dann hat er auch noch Gedankenkontrolle. Ja, okay, dann hat Alex Traster auch nichts gebracht. Mann, er hatte noch 2 Leben, Junge! Das gibt's doch nicht, wenn ich das jetzt noch verhau. Bäh. Hm. Warte, nein, jetzt habe ich die Karte nicht mehr vernichtet, alle. Shit. Jetzt muss ich... Alter. Fuck it. Habe ich jetzt eh schon verloren, oder wie? 7, 11... Ja. Scheiße! Leute! Entschuldigung. Fuck it. Ja, gut gespielt. Priester müssen wir vielleicht auch mal nehmen. Habe ich auch noch nie genommen. Interessant, dass ich manche einfach ignoriert habe. Mann. Naja, ihr habt Einblick bekommen, welche Karten man so bekommen kann und wie es laufen kann. Auch mit eigentlich guten Karten. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Schreibt es bitte einfach in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren. 35 Gold ist eh besser, als man mit 4 Mana bekommt. Schauen wir noch kurz ins Package. Könnte mal wieder eine Legendary drin sein. Oh. Wütend der Berserker ist sehr nice Karte. Und auch noch Gold. Ja, nicht schlecht, mein innere Wut habe ich auch noch nicht gehabt. Buße hatte ich schon. Gut. Dann würde ich sagen... Es war's für diese Runde. Ich hoffe, nächstes Mal wird's wieder erfolgreicher und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.